Was mich an Edward Hopper immer fasziniert hat, ist, dass er zum einen Menschen, Dinge und Landschaften malte, die für nichts anderes stehen als für sich selbst, dass er aber trotzdem alles andere als ein Realist war. Er habe oft Wochen oder Monate lang nach den richtigen Sujets gesucht, heißt es. Und diese Suche war wohl ebenso sehr ein Teil seiner Kunst wie das Malen selbst. Die Kunst, schrieb er einmal, einem Galeristen verdanke das Wichtigste dem Unbewussten. Was ihn interessiere, seien die Erfahrung und die Empfindung. Der Künstler ist eine Art Medium. Er setzt sich der Wirklichkeit aus, empfindet sie und reagiert darauf mit seinem Werk. Vermutlich ist das der Grund, dass Hoppers Bilder so lebendig wirken, selbst wenn darauf nur ein paar von der Morgen- oder Abendsonne beschienene Granitfelsen zu sehen sind. Sie zeigen immer mehr, als was darauf zu sehen ist. Was dieses Meer ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es ganz einfach der Blick des Künstlers, die Anwesenheit des Künstlers. Er male aus einer leidenschaftlichen Gleichgültigkeit heraus, habe ich einmal über Camille Corot geschrieben. Dein Blick ist kalt, aber nicht gefühllos. Die Kälte des Blicks ist Bedingung. Du darfst nicht mitschwingen, wenn du klar sehen willst. Etwas mit kaltem Blick zu sehen, heißt nur noch ein Auge zu sein. Anders ist es nicht möglich, sich einzufühlen in eine Landschaft oder einen Menschen. Wir kennen das alle. Landschaften sprechen zu uns, bestimmte Ausblicke rühren uns an, andere erzeugen ein Unwohlsein in uns oder gar Angst. Jeder Ort hat eine Atmosphäre, die wir spüren können, bewusst oder unbewusst. Was ich über Camille Corots Landschaften schrieb, hätte ich ebenso gut über jene von Edward Hopper schreiben können. Es ist schwer zu erklären und schwer zu verstehen. Du malst, was du siehst, mit der größtmöglichen Genauigkeit, aber es geht dir nicht um die Genauigkeit der Abbildung. Du versuchst, das Gefühl einzufangen, das ungenaue Gefühl so genau wie möglich festzuhalten. Was zählt, ist die Entschiedenheit.